Die Thermodynamik befasst sich damit, ob ein Prozess Anfangszustand zu Endzustand überhaupt möglich ist. Die Zeit, die dieser Prozess dauert, spielt in der Thermodynamik keine Rolle. In diesem Sinne ist die Thermodynamik eine zeitlose Wissenschaft. Demgegenüber ist die Geschwindigkeit eines Prozesses das zentrale Thema der Reaktionskinetik. Kann ein Prozess Ausgangsstoffe A zu Endprodukten P stattfinden? Wenn die Thermodynamik vor dieser Aufgabe steht, dann berechnet man die freie Reaktionsenthalpie Delta G, also dieses Maß für die Änderung der Instabilität. Und wenn diese Größe kleiner als 0 ist, ist der Prozess exergonisch, ist der Prozess möglich. Wenn dies nicht der Fall ist, wenn der Prozess endergonisch ist, können wir uns fragen, gibt es Parameter, die wir verändern können, um Delta G doch noch negativ zu machen? Zum Beispiel die Temperatur, die Konzentration, den Druck. Falls uns das gelingt, können wir das Gleichgewicht auf die rechte Seite verschieben. Wenn uns das nicht gelingt, ist und bleibt der Prozess unmöglich, solange wir ihn spontan ablaufen lassen wollen. Wenn ein Prozess von der Thermodynamik grünes Licht bekommen hat, dann kann die Kinetik die Frage stellen, wie schnell ist der Prozess? Wie groß ist die Reaktionsgeschwindigkeit R? Ist der Prozess ausreichend schnell? Ja, dann läuft er ab. Nein, dann können wir uns fragen, ob es Parameter gibt, die uns helfen, die Geschwindigkeit des Prozesses zu optimieren. Temperatur, Druck, Konzentration und Katalysator. Wenn wir die Reaktionsgeschwindigkeit anpassen können, können wir den Prozess ablaufen lassen. Was ist überhaupt die Reaktionsgeschwindigkeit? Wir kennen aus der Mechanik die Geschwindigkeit als Veränderung des Ortes mit der Zeit. In der Chemie ist die Geschwindigkeit definiert als Veränderung der Konzentration mit der Zeit. Wir unterscheiden die Zerfallsgeschwindigkeit des Eduktes RA und die Bildungsgeschwindigkeit des Produktes RB. Wenn wir die Konzentration aller Reaktanten gegen die Zeit auftragen, so wie hier, entspricht die Reaktionsgeschwindigkeit der Steigung dieser Kurven. Wir sehen, dass die Steigung nicht konstant ist. Wenn wir uns auf eine gewisse Zeit einigen, hier grün eingezeichnet, dann haben wir hier die Bildungsgeschwindigkeit von P und hier die Zerfallsgeschwindigkeit von A entsprechend negativ. Die eckigen Klammern stehen für ein geeignetes Konzentrationsmaß. Die Einheit der Reaktionsgeschwindigkeit ist also Mol pro Liter und Zeit für gelöste Komponenten oder Pascal pro Zeit für Gasphasenreaktionen. Die Bildungs- und Zerfallsgeschwindigkeiten innerhalb einer Reaktion sind nicht unabhängig voneinander, sondern hängen über die Stöchiometrie zusammen. Man kann die klassische Reaktionsgeschwindigkeit als Quotient der Bildungs- oder Zerfallsgeschwindigkeit und der stöchiometrischen Umsatzzahl definieren, dann erhält man auf jeden Fall positive Werte für Reaktionsgeschwindigkeit. Auf mikroskopischer Ebene kann man es sich so vorstellen, dass bei einer Reaktion die Edukte einen Energieberg erklimmen müssen, um sich zu den Produkten umzuwandeln. Diese Aktivierungsenergie können wir uns als eine Art Höhenprofil vorstellen, über das jedes einzelne Eduktmolekül hinüber muss, um zum Produktmolekül zu werden. Schon an dieser Analogie können wir sehen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit einmal von der Anzahl der Teilchen abhängen wird, also von der Konzentration, von dem Energieprofil, besonders von dem Energieberg, und von der Temperatur, also von der Energie der Teilchen, mit der sie dann über den Berg sich bewegen können. Teilchen, die nicht ausreichend Energie haben, werden sich so wie auf dieser blauen Kurve verhalten. Sie werden den Berg ein Stück weit erklimmen, aber dann wird auch wieder zurück zu ihrem Ausgangszustand gehen. Nur energiereiche Teilchen, hier grün gezeichnet, können über den Energieberg und sich dann zum Produkt umwandeln. Wir fragen uns, welche Größen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit einer einfachen Reaktion A zu P haben werden. Das Lösemittel wird einen Einfluss haben. Manche Reaktionen laufen gerne in
polaren Lösemitteln ab, manche eher in unpolaren Lösemitteln. Der Katalysator hat einen Einfluss, gerade in der Biochemie geht ohne Enzyme überhaupt nichts. Die Temperatur hat einen sehr großen Einfluss, die Temperatur bestimmt die thermische Energie der Teilchen. Bei heterogenen Reaktionen bestimmt die Phasengrenzfläche die Reaktionsgeschwindigkeit. Staubzucker löst sie sehr viel schneller auf als Kandiszucker. Und die Konzentration der Ausgangsstoffe kann einen Einfluss haben auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Fünf Einflussfaktoren, die eventuell komplex zusammenwirken. Wir können die ersten vier Faktoren konstant halten und können sie quasi in einer Reaktionsgeschwindigkeitskonstante K zusammenfassen. Dann haben wir nur noch die Abhängigkeit von der Konzentration der Edukte. Diese Abhängigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Konzentration der Edukte, nennt man Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz. Dieses Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz ist experimentell zu ermitteln. Wir können es nur in Einzelfällen voraussagen, nämlich für Elementarreaktionen. Man findet häufig den Zusammenhang, dass die Reaktionsgeschwindigkeit proportional der Konzentration hoch A ist, wobei A im Allgemeinen eine kleine ganze Zahl ist. Klein a nennt man die Reaktionsordnung. Und wenn wir mehrere Edukte haben, können wir entsprechend mehrere Reaktionsordnungen haben. In dieser Art und Weise, dass R gleich K mal Konzentration von A hoch klein a mal Konzentration hoch B hoch klein b ist. Wir haben dann Reaktionsordnungen bezüglich der Edukte und wir haben eine Gesamtreaktionsordnung, wenn wir klein a und klein b addieren. Man hat zum Beispiel den Zerfall von N2O5 experimentell untersucht und hat festgestellt, dass die Reaktionsgeschwindigkeit proportional zur Konzentration von N2O5. Wenn wir die N2O5-Konzentration verdoppeln, verdoppelt sich auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn wir die Konzentration von N2O5 halbieren, halbiert sich die Reaktionsgeschwindigkeit. In Formelschreibweise ist das R gleich K mal N2O5 hoch 1 und das heißt, wir haben hier eine Reaktion erster Ordnung bezüglich N2O5. Nochmal die Warnung, wir können dieses Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz nicht aus der Reaktionsgleichung ablesen. Wenn wir die ähnliche Reaktionszerfall von NO2 experimentell untersuchen, dann stellen wir fest, dass die Reaktionsgeschwindigkeit sich viel stärker ändert, wenn wir die Konzentration ändern. Tatsächlich ist es so, wenn wir die Konzentration von NO2 verdoppeln, vervierfacht sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Wenn wir die Konzentration verdreifachen, verneunfacht sich die Reaktionsgeschwindigkeit. Wir haben einen quadratischen Zusammenhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Konzentration. Das ist eine Reaktion zweiter Ordnung. Sie sehen zwei Reaktionen, die ähnlich aussehen in der Stöchiometrie, können unterschiedliche Reaktionsordnungen haben. Die Reaktion CO plus N2O ist ebenfalls insgesamt zweiter Ordnung. Sie ist erster Ordnung bezüglich Kohlenmonoxid und erster Ordnung bezüglich Distickstoffoxid. Die enzymatische Zersetzung von Ethanol, zum Beispiel im Blut, hat eine konstante Reaktionsgeschwindigkeit. Egal wie hoch die Konzentration vom Ethanol ist, die Reaktionsgeschwindigkeit ist immer dieselbe und das heißt, wir haben offensichtlich keine Abhängigkeit von R von C. Wir haben eine Reaktion nullter Ordnung. Nicht immer findet man einfache Geschwindigkeitsgesetze mit ganzzahligen Ordnungen. Der Zerfall von Acetaldehyd zum Beispiel wurde experimentell untersucht und es kam eine Reaktionsordnung 1,5 heraus. Es ist eine Herausforderung an die Theoretiker, diese gebrochene Reaktionsordnung aufgrund eines Mechanismus zu deuten. Wie schnell eine Reaktion abläuft, wird durch eine Angabe der Reaktionsgeschwindigkeit quantifiziert. Wir haben die Zerfallsgeschwindigkeit von A als Änderung der Konzentration von A mit der Zeit. Wenn wir diese Größe noch durch die stöchiometrische Umsatzzahl dividieren, haben wir die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt von mehreren Parametern ab.
insbesondere von der Konzentration. Die genaue Abhängigkeit R von der Konzentration wird Reaktionsgeschwindigkeitsgesetz genannt. Sehr häufig findet man Geschwindigkeitsgesetze, die in dieser Schreibweise zu formulieren sind. Die Zahlen klein a und klein b heißen Reaktionsordnung.